Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. Hallo Leute, ich bin nicht Manni, der Busfahrer. Ich bin noch ein bisschen platt, ein bisschen müde. Ich habe 4.800 Kilometer in die Beine. Einmal Marbella und zurück. Aber jetzt haben wir mit dem BVW das nächste Auswärtsspiel. Und da muss ich den Bus ein bisschen aufräumen. Fange ich hinten mal an, wa? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, das sieht ja aus wie ein schwarz-gelber Komposthaufen und nicht wie ein Bus. Buch, gefährliche Tiere. Hä? Buch über einen Trainer oder was? Wer liest denn sowas? Hier, guck dir das an. Ich bin doch keine Saftschubse. Mann, Mann, Mann. Alle liegen gelassen. Das wird aufgeräumt. Aber hier, nicht alleine. Die Spieler, die helfen mir dabei. Hey Manni, wie siehst du denn aus? Wie sehe ich denn aus? Ich räume euren Saustall hier auf im Bus. Ja. Auf welchem Platz habe ich das wohl gefunden, das Outfit? Hä? Wem gehört das? Definitiv von Opa. So sieht das aus, vom Aubameyang. So, und jetzt wird nicht mehr gelacht. Jetzt kommst du mal mit, Roma. Los, zack, zack. Guck mal hier, was ist das denn? Wem gehört denn die, bitteschön? Hä? Das ist meine Spielerfrau. Für auf Reisen, weißt du. Ah, verstehe, klar. Natürlich, ihr seid ja viel unterwegs. Das macht Sinn. So, einpacken. Hier, nicht rumliegen lassen. Mann. Was ist das denn hier? Felix! Ja, bitte? Wer hat denn hier Shakira aufgehängt? Nee, das ist Charles Puyol, der Vorbild und der Mentor von Marc Bartra. Von Marc Bartra? Ja, genau. Toll. Das sieht aber nicht aus, ich hänge das ab, wa? Nee, oder? Nee, lass es lieber dran. Weil das ist halt der Einzige, mit dem er hier im Bus Spanisch sprechen kann. Roman! Roman! Oh, Mann! So, du machst mal die Toilette sauber. Mit was denn? Hier, mit meiner Zahnbürste. Wieso ich? Gegenfrage, wieso eigentlich nicht? Hier, nimm das Ding, runter da, putzen. Felix, komm mal, hilf mir mal. Manni, was ist denn das hier für ein Stock, Mann? Oh. Oh, da ist kein Stock. Das ist der Sushi-Stab vom Shinji Kagawa. Ah, da isst er seinen Reis mit? Ja, genau. Versteh. Dann ist das was für die Küche. Ja, hier, bring mal hin. Manni. Ja. Toilette ist sauber. Toilette ist sauber. Ja. Nee, kannst du mal halten. Du bist doch Torwart. Hä? Kannst du mal die Kiste mit sauber halten? Ja. Wir brauchen keine Bürste. Ein einziges Durcheinander. Was liegt denn da rum? Was ist denn das? Ah! Ein Führerschein. Ist das deiner, Felix? Guck mal hier. Nee, ich hab keinen. Auch keinen? Nee, ich hab noch keinen gemacht. Ach so. Ich steck den mal ein, wa? Männer! Hier, guck mal, Felix, Roman, was ich gefunden hab. Hier, guck dir das an. Ist das euers hier? Gehört das dir? Meinst du es nicht? Deines? Auch nicht, nein. Wem gehört das Ding denn dann, bitteschön? Wahrscheinlich Schulle. Ja, und was macht er damit? Das erklärt er dir draußen. Alles klar. Wir müssen jetzt ins Training. Ja, dann geht ihr mal trainieren. Schulle, erklär mal grad. Oh, ist das geil. Man sieht ja alles. Alles. Man sieht ja alles. Profiltiefe, Bremsbeläge, Reifendruck, alles möglich mit dem Ding. Ist ja Wahnsinn. Ich kann von dir noch eine Menge lernen, Schulle. Du. Das haben wir von Anfang an gesagt, oder? Ja, stimmt. Ja, so, was machen wir denn jetzt, wir zwei? Huh? Ja, du, ich gehe jetzt in eine Mittagspause und du machst noch weiter sauber, oder? Ja, ist ja gut. Ich hab gedacht, du kannst viel von mir lernen. Ja, ist ja gut. Mann,